Bin ich 40 Jahre in meiner Praxis hier am Steinhuder Meer, dann muss ich sagen, Stress ist und bleibt das, was am meisten in schleichende Entzündungsprozesse hineintreibt und dann zum Herzinfarkt führt. Die Notwendigkeit des Innehaltens nimmt ab, wenn wir zu sehr im Höher, Weiter, Schneller unterwegs sind. Stress ist der Grund, weshalb die Herz-Kreislauf-Erkrankungen immer noch am explodieren sind auf der ganzen Welt. Was ist denn so eine Übung, wo du allen Menschen ans Herz legen würdest? Also so eine kurze Übung. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde. Heute ein ganz großer Freund von mir, Dr. Ingfried Hobert. Ich bin begeistert von seinem ganzheitlichen Ansatz. Er ist ja Schulmediziner, auch bekannt als der Ethnodoc. Und heute über das Thema Herz, ein gesundes und glückliches Herz für ein langes Leben. Und herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Meine erste Frage an dich: Warum leiden so viele Menschen an Herzerkrankungen? Was sind da die Hauptursachen? Ja, ich habe ja als Schulmediziner 2 Jahre in der Kardiologie gearbeitet, im Herz-Kreislauf-Zentrum in Rothenburg an der Fulda. Und da habe ich gesehen, welches Potenzial Stress hat. Stress eben als Krankheitsauslöser Nummer eins. Und jetzt bin ich 40 Jahre in meiner Praxis hier am Steinhuder Meer. Da muss ich sagen, Stress ist und bleibt das, was die Menschen am meisten in schleichende Entzündungsprozesse hineintreibt, die dann zur Atherosklerose und dann zum Herzinfarkt führen. Und diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die daraus entstehen, die sind so gravierend, dass immer noch Herz-Kreislauf-Erkrankungen Todesursache Nummer eins sind. Es sind ungefähr 330.000 Menschen im Jahr in Deutschland, die an den Folgen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben. Davon etwa 45.000, 50.000 direkt am Herzinfarkt. Und wenn wir gucken, was haben die alle gemeinsam, dann stellen wir fest, es ist Atherosklerose, das heißt eine Entzündung an der Intima, das ist die Innenseite der Arterien. Und diese Entzündung nimmt ja ihren Anfang meistens im Darm. Und auf den Darm hat der Stress einen unglaublichen Einfluss. Einerseits direkt diese Adrenalindominanz, die Übersäuerung, die daraus resultiert. Und wenn wir im Stress sind, dann verlieren wir den Überblick über das, was uns gut tut, was uns nicht gut tut. Das heißt, wir kommen nicht dazu, unsere Nahrung sorgfältig auszuwählen. Wir kommen nicht dazu, ausgleichende Maßnahmen zu machen, Meditation, Rückzug, Entspannung, nicht? All die Vagus, nicht? Die vagusfördernden Übungen, da werden wir sicherlich noch mal extra drüber sprechen, nicht? Also die Notwendigkeit des Innehaltens nimmt ab, wenn wir zu sehr im Höher, Weiter, Schneller unterwegs sind, zu sehr in diesen Ich-muss-noch-Programmen, Ich-sollte-noch-Programmen. Also wir können sagen, Stress ist der Grund, weshalb die Herz-Kreislauf-Erkrankungen immer noch am explodieren sind auf der ganzen Welt. Und hier ist es notwendig, dass wir hier noch mal genauer hingucken und den Stress auch noch mal genauer differenzieren und einteilen in die verschiedenen Gruppen. Ja, es ist ja so, ich höre immer wieder, es sind mehr Männer betroffen, aber dass es auch immer mehr zunimmt, Frauen und Herzinfarkt. Wie sieht das wirklich aus? Also stimmt das, dass es hauptsächlich Männer sind mit dem Herzinfarkt-Thema und dass es aber auch zunimmt, dass Frauen vermehrt auch Herzinfarkte haben? Was weißt du Ja, da? stimmt, also beides. Wir haben 60% Männer, 40% Frauen. Aber das Verhältnis ändert sich schlagartig ab der Menopause, weil die Frauen dann das schützende Östrogen nicht mehr in ausreichender Menge bilden. Und dann nähern sie sich immer mehr den Männern an, sodass es dann im Alter, nach der Menopause, also ab Mitte 50, sich immer mehr annähert und wir dann so auf etwa 52% Männer, 48% Frauen kommen. Also wenn du jetzt nochmals genau hast du erklärt mit dem Stress, Stress als Hauptursache Nummer eins, ist also Leute, die einen großen Stresslevel haben, sagen wir mal so auf Stresslevel 8, sind die am meisten gefährdet, an einem Herzinfarkt zu sterben? Menschen mit großem Stresslevel. Sie sind dann gefährdet, wenn sie nicht ausreichend sich um ausgleichende Maßnahmen kümmern
Und wenn Sie immer noch einer Ernährung folgen, die zu viel Industrielles enthält, die zu viel Zucker enthält, zu viel Fettsäuren, Transfettsäuren und diese Dinge, dann entsteht daraus eine toxische Mischung, die die Wahrscheinlichkeit eines Herzinfarktes ganz massiv erhöht. Wir müssen aber sagen, Stress ist ja nicht nur, ich mache zu viel, ich habe zu viel zu tun, sondern Stress ist ja auch, wenn unser autonomes Nervensystem nach Verbindung und nach Sicherheit sucht, dadurch, dass ich versuche, immer nett und freundlich zu sein. Nicht das Nice-Guy-Syndrom oder der Pleaser, wie man sagt, der immer versucht, Haltung, Fassung zu bewahren, immer lieb und nett zu sein, das löst einen unglaublichen inneren Stress aus, der völlig unterschätzt wird. Auch Menschen, die versuchen, immer perfekt sein zu wollen, die für alles Verantwortung übernehmen wollen, die sich für überall für unersetzbar halten, all das sind diese subtilen Formen des Stresses, an die sich die meisten Menschen so gewöhnt haben, dass sie es gar nicht mehr merken. Und in meiner Praxis ist ja die tibetische und chinesische Medizin auch Teil der Auswahl. Wenn ich eine individuelle Therapie zusammenstelle, dann mache ich natürlich auch Zungendiagnose, Augendiagnose und vor allem Pulsdiagnose. Und bei der Pulsdiagnose stelle ich fest, dass sich der Puls der Menschen in den letzten 5, 6 Jahren um 10% beschleunigt hat. Während früher der durchschnittliche Puls so um die 65, 66 lag, Schläge pro Minute, was auch normal ist, finde ich heute kaum noch einen Patienten, der einen Puls unter 70 hat. Ganz viele haben einen Puls zwischen 80 und 90 und für die ist das völlig normal geworden. Die merken das gar nicht, wie sehr sie unter Adrenalin-Dominanz sich durch den Tag peitschen lassen, durch ihre Gedanken, durch ihre innere Haltung, durch ihr Mindset, das häufig geprägt ist von einem Mangelbewusstsein, wo sie glauben, etwas kompensieren zu müssen, wovon sie glauben, dass es nicht da ist. Also es beruht eigentlich auf einem großen Missverständnis, auf einer Selbstfehleinschätzung. Und deswegen habe ich in meinen 5 Säulen der neuen Medizin der Hoffnung, des Vertrauens auch als eine Säule definiert, die Säule für ein gesundes, langes Leben, nämlich die Selbstwahrnehmung und Selbstidentität. Eine der ganz großen Säulen, die darüber entscheidet, wie lange, wie gesund, wie sinnerfüllt und lebendig ich dieses Leben lebe. Also ich habe ja den Eindruck, dass Stress auch eine Sucht ist. Das heißt, wenn man ständig in dieser Adrenalindominanz ist, eben oder eine Harmoniesucht hat, dass man dann eigentlich süchtig ist nach diesen Hormonen, nach diesen Ausschüttungen. Und viele Menschen, habe ich beobachtet, merken das gar nicht. Die fragen zuerst auf meine Frage, wie hoch ist der Stresslevel, sagen sie so, ja, 5. Und wenn ich dann sage, mal Hand aufs Herz, mal ehrlich beantworten, dann sagen sie 8 oder 9. Das heißt, im ersten Moment sind sie sich nicht bewusst, sie nehmen die Stresssucht, den Level nicht wahr. Und wie können jetzt Menschen wirklich in die Wahrnehmung kommen, dass ihr Stresslevel zu hoch ist und dass sie vielleicht schon stresssüchtig sind? Wie gelingt es Menschen, in diese Wahrnehmung zu kommen? Denn ich glaube, das ist ja ein ganz wichtiger Schritt zum Thema Herz, dass ich mal wahrnehme, ich bin unter Druck, ich bin unter Stress. Ja, wir müssen uns vielleicht an der Stelle nochmal erinnern. Wie gesagt, unser autonomes Nervensystem sucht Sicherheit und Verbindung und findet das erstmal in Gewohnheiten. Nicht? In Stereotypen, Gewohnheiten, wo ich mich sicher fühle, wenn ich jeden Tag das Gleiche denke und mache. Also sozusagen der Klebstoff des Gewohnten klebt an mir. Das heißt, so kann ich in einem Programm laufen nach dem Motto lieber leiden, als etwas zu verändern. Das bedeutet, ich habe mich an den Stress, wie du richtig sagst, wie an eine Sucht gewöhnt. Es ist zur Gewohnheit geworden und jetzt klebt diese Gewohnheit an mir. Das heißt, als ersten Schritt brauche ich einen wachen, klaren Blick für die Gewohnheiten, die meinen Alltag bestimmen. Und welche Gewohnheiten davon ziehen mich immer wieder in immer mehr vom Gleichen rein und was möchte ich stattdessen? Wie würde eine lebendigere Version von mir, eine veränderte Version von mir sich anfühlen? Wie würde sich die beste Version von mir anfühlen? Mit welchem Lebensgefühl würde ich eigentlich gerne aufwachen?
Und löst das so viel Neugierde in mir aus, löst das so viel Appetit aus, dass ich sage, ja, dieses Gefühl, mit diesem Gefühl frei und leicht aufzuwachen, frisch und kraftvoll in den Tag zu gehen, das ist mir wert, jetzt Veränderung in mein Leben hineinzubringen. Also es geht darum, ein Vorgefühl, einen Vorgeschmack vorfühlen zu können. Da möchte ich hin. Und dann das Allerwichtigste zu machen, eine Entscheidung zu treffen. Eine wirkliche Entscheidung, weil nur diese klare Entscheidung bringt mich aus dem Sog des Gewohnten, der Gewohnheiten. Nicht, wie du sagst, wirklich, es ist eine Sucht, das Gewohnte. Nur eine Entscheidung bringt mich da raus und dann kann ich die nötigen Schritte machen, um zum Beispiel mein Vagussystem zu aktivieren, also den Gegenspieler des Stresssystems. Denn nur damit kann sich meine wirklich in mir angelegte Lebendigkeit auch entfalten. Wie ist es dann? Viele Menschen haben ja diese Herzrhythmusstörungen. Und jetzt ganz konkret, was für eine Reflexion empfiehlst du da? Was für eine Entscheidung empfiehlst du, wenn jemand diese Herzrhythmusstörungen hat? Also die Herzrhythmusstörung symbolisiert hier erstmal, mein Leben ist aus dem natürlichen Rhythmus geraten. Es ist zu sehr angetrieben von einer inneren Haltung, die möglicherweise einer Korrektur bedarf. Das heißt, die Kernfrage ist, wonach sehnt sich mein Herz? Wie du eben so schön sagtest, Hand aufs Herz. Was brauche ich wirklich? Was ist mir wirklich, wirklich wichtig? Und was liegt mir wirklich am Herzen? Und das ist die Botschaft hinter allen Herzkrankheiten. Wonach sehnt sich dein Herz? Was braucht deine Seele? Vielleicht jetzt in der zweiten Lebenshälfte mehr, als es in der ersten Lebenshälfte der Fall war. Und jetzt geht es darum, auf Spurensuche zu gehen, auf Spurensuche nach dem, was mein Herz wirklich sich öffnen lässt, was es berührt, was es Luftsprünge machen lässt. Und das ist die sicherste Form, diesen inneren Anker zu stabilisieren, um wieder in einen geregelten Rhythmus zu kommen, der meinem Potenzial, meinen angelegten Möglichkeiten wirklich entspricht. Du sprichst mir aus dem Herzen, also sich um die Herzensangelegenheiten wieder kümmern, bevor es der Herzchirurg tut, sagst du ja so schön. Und das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Ich werde aber auch immer wieder gefragt, wie spielt dann die Ernährung, was spielt die Ernährung für eine Rolle? Welche Nahrungsmittel sind da besonders gut bei Herzerkrankungen? Und gibt es auch von der Naturmedizin Produkte, die da sehr hilfreich sein können? Das werde ich immer wieder gefragt und da bist du natürlich der Experte mit der Ernährung und auch mit der Naturmedizin. Was hast du da so für Empfehlungen, die du mit uns teilen kannst? Also wenn wir unser Herz schützen wollen, müssen wir wissen, dass Magnesium eine ganz wichtige Rolle spielt. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Das Pyridoxal, ein super, super wichtiges Vitamin. Es wird auch als Vitamin B6 bezeichnet. Ganz wichtige Substanz. Dann haben wir die Folsäure. Auch unglaubliche Wirkung auf den Homozysteinspiegel, also auf die Arterienverkalkung. Dann haben wir natürlich das Q10, ein wichtiges Coenzym. Also all die Nahrungsmittel, die reich sind an diesen Stoffen, die müssen wir oder sollten wir verstärkt zu uns nehmen und dann allen voran natürlich die große Entdeckung des Fraunhofer Instituts vor etwa 10 Jahren, die Schizophytum-Alge, nicht einer der ganz großen Schätze jetzt der Medizin, noch gar nicht richtig im Bewusstsein wahrgenommen. Nicht, diese Schizophytum-Alge produziert Fettsäuren, gute Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren, die jetzt wirklich belegen, wie stark entzündungseindämmend sie auf das System wirken, auch auf die Intima, die Innenseite der entzündeten Arterien, die dann zum Herzinfarkt führen. Also das Omega-3-Algenöl spielt hier eine wichtige Rolle. Wir haben aber auch gesehen, dass bestimmte andere Öle, gutes Olivenöl, doch hier auch eine ganz wichtige vorbeugende Rolle spielt. Und da gibt es ganz viele Nahrungsmittel, die eben reich sind an diesen Omega-3-Fettsäuren. Die sind eben sehr, sehr wichtig. Aber auch die Antioxidantien, die wir vor allem in Beeren finden, nicht? Das Obst, das am wenigsten Zucker hat, das sind eben die Stachelbeeren, die Brombeeren, die Blaubeeren, die Erdbeeren natürlich. Also alles, was so unter 5, 6 Milligramm Zucker hat,
Das sind Dinge, wo wir sagen können, der Gehalt an Bioflavonoiden, an Antioxidantien, an Mineralien überwiegt die sozusagen schädigenden Wirkungen des Zuckers. Also Beeren, vor allem wenn sie blau sind, wenn sie lila sind, alles, was in rot-blau übergeht, das ist das Obst, was wir hier am sinnvollsten zu uns nehmen sollten. Und dann sind es natürlich die Gemüsesorten, nicht? Allen voran Brokkoli, grüne Bohnen, Rosenkohl, Blumenkohl, auch die Avocado ist hier genannt, da kann man den Omega-6-Gehalt etwas vernachlässigen. Nicht? Das sind Nahrungsmittel, die gut sind. Wir wissen, dass alle Brotsorten, die Gluten enthalten, schlecht sind. Glutenfreie Hafer ist allerdings, ist ein hohen Ballaststoffgehalt und die Beta-Glucane recht gut einzustufen. Vollkornbrot ist gerade noch okay, aber man muss schon schauen, dass es glutenfrei ist, dann geht das natürlich auch. Während Weißbrot, Dinkelbrot, sowas alles No-Go. Nicht? Brote aus dem Supermarkt geht gar nicht. Alles, was da ist, geht gar nicht. Wir müssen wissen, dass 80% dessen, was im Supermarkt zu kaufen ist, ist der Gesundheit nicht förderlich, ganz und gar nicht förderlich, erhöht eher das Risiko schleichender Entzündungen und damit das Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken. Und dann haben wir natürlich noch die Nüsse. Bei den Nüssen haben wir leider die schlechte Nachricht des Tages, dass eben gerade Paranüsse, Cashewnüsse, Erdnüsse extrem hohen Gehalt haben an Omega-6, also an den schlechten entzündungsfördernden Fettsäuren, teilweise 300 Mal so viel Omega-6 ist da drin. Das ist leider nicht gut, aber mit Walnüssen sind wir gut aufgestellt. Walnüsse sind hier in dem Bereich kein Problem. Und damit können wir zu einer Ernährung finden, die, wenn sie sehr ballaststoffhaltig ist, ganz wunderbare Wirkung hat auf unser System. Ich hatte meine Doktorarbeit in den 80er Jahren unter anderem über Darmenzyme geschrieben, habe dort geforscht an der Landbevölkerung Sri Lankas. Und dort war zu der Zeit der Ballaststoffgehalt in der Nahrung lag bei 98%. Und die hatten damals nicht nur keine Blinddarmentzündung, keinen Darmkrebs, sondern auch Herzinfarkt und Herz-Kreislauf-Erkrankungen waren damals gänzlich unbekannt. Und man konnte dann aber sehen, dass in dem Moment, wo das amerikanische Schrankfood, nicht, dieses Schrottessen, dieses Industrieessen Einzug gehalten hat, dass in dem Moment die Kurve senkrecht nach oben ging und sie heute genauso viel Herzinfarkte und Schlaganfälle haben, wie wir auch. Also ein hoher Ballaststoffgehalt in unserer Nahrung ist unglaublich wichtig und wir sollten jedes Fleisch aus der Massentierhaltung unbedingt völlig einstellen, weil das Omega-6, die Transfettsäuren, die schlechten Eiweiße, die da drin sind, die treiben unser Herzinfarktrisiko ganz enorm nach oben. Das ist an tausenden Studien belegt. Also wer sich vor Herzinfarkt schützen will, sollte Fleisch aus der Massentierhaltung in jedem Fall vermeiden, aber umgekehrt durchaus Fisch essen. Wir wissen, dass der natürliche Hering, die Makrele, das sind Fische, die noch sehr natürlich sich auch natürlich ernähren, dass die sehr, sehr günstig sind, auch was den Vitamin D-Gehalt angeht. Natürlich der Lachs, klar, aber nur der Lachs, wenn er aus dem Wildfang kommt. Der Lachs, der aus der Zucht kommt, der wird ja auch fast nur mit Omega-6 gefüttert. Auch der trägt leider nicht mehr dazu bei, unsere Gesundheit zu fördern. Ja, super interessant mit dem Omega-3 bin ich jetzt auch unterwegs, dass ich da wirklich drauf achte und ich merke das auch. Ist es dann so, wenn wir jetzt wirklich den Stresslevel reduzieren, die Ernährung radikal verändern, also wirklich noch gesünder uns ernähren, bewusster uns ernähren mit all diesen Informationen, dass wenn wir schon eine Entzündung haben in den Gefäßen, kann sich das rückgängig machen oder können wir uns einfach so schützen? Wie siehst du da die Fähigkeit der Selbstregulation, der Selbstheilung, wenn wir wirklich da konsequent sind? Also ich beobachte sehr Konsequenz.
sehr konsequent, was machen Menschen anders, die sich von Krebserkrankungen erholt haben ohne Operation Chemotherapie? Was haben diese Spontanheilung, diese Menschen, die Spontanheilung erreichen, was haben die alle gemeinsam? Und hier ist es genauso bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Was haben Menschen, die drei Gefäßerkrankungen hatten, Bypass-Operationen bekommen haben, die also wirklich extrem schlecht aufgestellt waren, was haben die gemeinsam, die dann hinterher plötzlich völlig saubere Gefäße wieder hatten und wo die Erkrankung eben nicht weiter fortgeschritten ist? Und dann sehen wir, dass sie ihre Ernährung konsequent umgestellt haben, meistens auf vegane Ernährung. Und wir sehen, dass sie ihr Mindset auch auf ein ganz anderes Niveau gebracht haben. Das heißt, sie sind wirklich den Weg des Herzens gegangen und haben ihr Herz als die Weisheitsinstanz in den Mittelpunkt ihres Lebens gestellt. Was fühlt sich gut an? Was fühlt sich nicht gut an? Nicht die erste Lebenshälfte, die zum Herzinfarkt geführt hat, so habe ich gerade bei diesen Menschen beobachtet, war geprägt von: Wer das meiste Spielzeug hat, gewinnt. Nicht haben wollen, mehr sein wollen und ganz tolle Sachen zu machen. Und sie haben dann durch diesen Impact, durch diesen Einschlag, haben sie dann ihr Leben radikal verändert. Nicht mehr, was mache ich Tolles, was habe ich Tolles, sondern neu ausgerichtet auf, wie fühle ich mich eigentlich bei dem, was ich mache? Passt es zu mir oder passt es nicht? Und mit der Ausrichtung auf dieses Hineinfühlen, auf dieses Hineinspüren, tut mir gut, was tut mir nicht gut, was schränkt mein Leben ein und was fördert meine Lebendigkeit. Mit der praktischen Umsetzung dieser inneren Wahrnehmung, dieses Gefühls, haben diese Menschen es geschafft, ihren Stresslevel runterzufahren, ihren Sympathikus-Tonus dauerhaft runterzufahren und den Parasympathikus, den Vagusnerv, den vorderen Vagusast so zu stärken, dass sie wieder eine neue Balance gefunden haben. Und in dieser neuen Balance hat das ganze Vagusprinzip mehr Raum, sich zu entfalten. Das heißt, ich habe plötzlich einen Blick auf Dinge, die mir gut tun, der mir vorher versperrt war, weil ich im Sympathikus-Modus meinen alten Programmen nachgelaufen bin. Hör weiter, schneller. Und plötzlich hat sich ein ganz neues Feld geöffnet, das mich völlig gleichmütig, schmunzelnd, entspannt durch den Tag gehen lässt. Ich will jetzt nicht sagen tanzen lässt, das wäre übertrieben. Aber mein Augenmerk ist ganz anders ausgerichtet und ich kümmere mich ganz anders um mich. Gucke, dass ich mehr Sport mache, mich mehr bewege, dass ich gesündere Nahrung einkaufe, dass ich regelmäßig meditiere, dass ich Mantra-Meditation zum Beispiel in mein Leben integriere, Vagus-Flow-Übungen ausübe. Und das sind alles wunderbare Dinge und das haben wir ja in unserem Kurs auch sehr deutlich herausgebracht. Und gerade die Menschen, die unsere 28-Tage-Vagus-Challenge mitgemacht haben, Remo, es ist unglaublich, welche Rückmeldung ich hier tagtäglich in meiner Praxis bekomme, welchen Wert es hat, wenn man sich wirklich um diesen Vagusbereich, diesen Entspannungsbereich in uns kümmert und das mal konsequent 4 Wochen durchzieht, wie sich Türen öffnen zur Herzkohärenz, sodass wir wirklich dieser Stimme des Herzens in uns wieder wahrnehmen und ihr folgen und unser Leben neu ausrichten. Ja, das war sehr berührend und inspirierend. Was ist denn so eine Übung, wo du allen Menschen ans Herz legen würdest? Also so eine kurze Übung, jetzt viele, die zuhören, sind ja auch bereit, noch mehr in die Herzkohärenz zu gehen, interessieren sich das. So eine einfache Übung, wo du den vielen Menschen auch deinen Patienten empfehlen kannst. Naja, das Wichtigste, was ich grundsätzlich empfehle, wir müssen Zusammenhänge verstehen. Wir können uns nicht mehr leisten, einfach Immunochemie einzunehmen und die ganzen Kollateralschäden, die Nebenwirkungen sind einfach zu gravierend. Und die klassische Schulmedizin möchte eigentlich nur noch bürokratisch Krankheiten begleiten. Wir gucken auf Ursachen. Und wenn wir auf Ursachen gucken, dann stellen wir fest, zum Beispiel die Atmung. Nicht? Unser Herz ist umgeben von 40.000 Herzneuronen.
Und dort werden Hormone sogar produziert. Und all das, was dort am Herzen an Intelligenz liegt, wird angeregt durch unsere Atmung. Und während eine normale Atmung so etwa 400 Milliliter Luft rein und rauslässt, um gerade so das Überleben zu sichern, so führt eine beobachtende Atmung, wenn wir also nur unseren Atem beobachten, dazu, dass sich der Atem ausdehnt auf bis zu 2 Liter, auf das, was der Körper wirklich braucht. Und dabei werden diese Herzneurone angeregt und der Sympathikus-Modus wird runtergefahren und der Parasympathikus, der Vagusnerv, erfährt eine Stärkung. Und 2 Liter, das bedeutet fünfmal so viel Sauerstoff kommt in unsere Mitochondrien rein und fünfmal so viele Entgiftungsprozesse laufen ab, nicht nur durch CO2, der rausgeht, sondern auch die Lymphbahnen werden angeregt, gerade hier oben in dem Bereich. Und das führt dazu, dass eben viel mehr Übersäuerndes aus dem Körper auch rauskommt und wir eine unglaubliche Win-Win-Situation für unser System haben. Also den Atem zu beobachten, wie er sich ausdehnt. Und dabei so einen Hauch von Bewusstheit reinlegen, dass wir die Ausatmung etwas verlängern. Ich sage gerne 47-11 Atmung. Du empfiehlst das ja auch immer wieder. Das ist so das, was ich meinen Patienten als erstes mitgebe. Bis 4 zählen beim Einatmen, bis 7 zählen beim Ausatmen. Also ein wirklich langes, langes Ausatmen und das 11 Minuten am Tag praktizieren. Das ist die Übung Nummer 1. Und die Übung Nummer 2 ist immer wieder das Gesicht streicheln um die Augen herum, mal kurz innehalten. Eine Übung, die viele Menschen auch ganz intuitiv machen. Auch eine Übung, die wir kennen, wenn Mutter ihren Kindern übers Gesicht streichelt. Nicht? Da aktivieren wir den vorderen Bereich des Faciales Astes, das sind dem Vagus assoziierte Nervenbahnen, Nervenendigungen, die wir anregen, die wir stärken können. Und wenn man das länger macht, merkt man, dass man gleich auch vielleicht in einen Genen reinkommt. Das heißt, da entspannt sich sofort was im System. Und Remo und ich, wir messen ja seit vielen Jahren den Vagustonus über verschiedene Bio-Tracker, über verschiedene EKG-Geräte. Und in meiner Praxis habe ich ja hier das Stress-EKG, ein hochmodernes Gerät, wo ich jetzt über 3.500 Messungen gesammelt habe in den letzten 6 Jahren. Und da sehe ich genau, wie diese Atemübungen, wie diese Vagusflow-Übung, die wir in unserer Challenge dort den Menschen beibringen. Wir sehen genau, wie hier der Vagus ansteigt und wie der Sympathikus runterkommt und können das einfach belegen. Aber jeder, der es macht, spürt es einfach auf und darauf kommt es natürlich an. Ausprobieren, spüren und dann zur Gewohnheit werden lassen. Wow. Ja, du sprichst mir natürlich aus dem Herzen. Ein gesundes und glückliches Herz für ein langes Leben. Herzlichen Dank, lieber Ingo. Es ist einfach wunderschön, dieses Feld auch im Kongress, wo wir jetzt da haben, dieses Herzfeld noch mehr zu öffnen, mehr Menschen einzuladen, ihr Herz zu spüren, die Herzensangelegenheiten in die Atmung zu gehen, bewusste Ernährung, den Stress runterzufahren. Und für mich ganz wichtig, was du heute noch mal gesagt hast, vom Erfolg auch noch mehr in die Erfüllung. Was erfüllt uns wirklich? Was gibt uns Glücksgefühle? Was lässt unser Herz freudvoll in tanzen? Was bringt unser Herz in eine Öffnung? Wo geht's Herz auf, diesen Impulsen noch mehr Raum zu geben? Und dann, glaube ich, haben wir wunderbare Voraussetzungen für ein gesundes, glückliches Herz und auch ein langes Leben. In dem Sinne, herzlichen Dank. Ja, sehr gerne, lieber Remo.